Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird in diesem Video nicht nur hier was stattfinden, sondern wir fahren auch weg und bringen das Auto weg. Ihr habt es ja schon gelesen. Brabus W211. In einem Wochenalltag habt ihr bestimmt auch die Felgen gesehen. Die Betten haben wir hier gepulvert. Die Betten habe ich gedreht. Und jetzt kommen die Sterne rein. Und nachdem die Sterne festgeschraubt sind, kommen die Reifen drauf. Und dann kommt's aufs Auto. Ich lieg schon wieder bei mir neue Sachen. Also warum? Ich hab grad gedacht, was soll ich mit denen machen? Jetzt bringen wir schon wieder alle Videos durcheinander. Die sind fertig, Obi. Sie gucken wir mal, ob der Basti sich mit zusammenschrauben kann. Okay. Mit dem Drehmoment. Weil die kommen ja aufs Auto drauf, wenn der fertig ist. Wenn die Felgen zusammengebaut sind, kriegt er neue Reifen. Die Querlenker müssen vorne getauscht werden, weil die holpern noch. Das habe ich dem Hassan ja alles noch versprochen. Und wenn der Brabus fertig ist, dann fahre ich die Tage zu Hassan und bringe ihm das Auto. Und nehme was mit. Und wir gucken uns, glaube ich, in diesem Video auf jeden Fall ein paar Autos von ihm an, wo ihr... Und ich gucke mir noch ein Auto bei ihm an. Also es gibt wahrscheinlich schon zwei Teile. Jetzt gehen wir mal an die Sache hier ran. Beim Brabus sind die Querlenker auf jeden Fall fertig. Die hast du ja da als Set gekriegt, ne? Die haben wir beim Ding bestellt, beim Zulieferer. Aber ob es ein Set war, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, für die unteren oder obere? Die unteren müssen wir auf jeden Fall tauschen. Ja. Oh, hinten, dieses Brabus-Ding, wo ist das? Liegt es noch im Auto? Weil wir ihn ja beim Yasin was lackieren lassen. Und zwar hat er mir diese Brabus-Embleme vorne mit Klarlack gemacht, eingeschliffen, Klarlack gemacht. So sehen sie wieder neu aus, weil du kriegst ja nichts mehr großartig. Und hier oben auch Klarlack gemacht. Ja, die Traggelenke. Oh mein Gott, war das eine Baustelle. Hat Spaß gemacht, ja. Ja, ja. Die Zubehördinge haben ja nicht gepasst. Die waren 13, fast 13 größer. Wir haben es mit 200 Grad Außenteil, Kühlschrank, alles schon probiert, habe ich schon erzählt. Geht nicht. Mercedes fast nicht mehr lieferbar. Oder ist nicht mehr lieferbar? Nee, wäre in Rückstand gegangen. Wir haben zwar im Autohaus in der Nähe noch zwei Stück gefunden. Originalgelenke. Und was waren die? Ein Zehntel größer. Ja. Aber ein Zehntel größer. Ja, ein Zehntel größer, aber einfach reingefallen. Mit der Presse? Reingefallen nicht. Ja. Mit Kühlschrank. Ja, aber das ging ohne Probleme. Ja. Du hast gemerkt, da verkantet sich nichts. Es hat wunderbar. Ja. Kostet natürlich das Dreifache oder Vierfache? 150 Euro haben die jetzt gekostet. Zwei Stück. Auto. Und ich sage ja immer, das hat schon seinen Sinn, Originalteile. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gibt aber oftmals, wie bei der Kardanwelle vom Bus, gibt es immer Firmen, die ja für OEM liefert oder herstellt. Ich weiß nicht, ob die was nicht in der Toleranz passen als Zubehör rausgehen. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt Leute, die da draußen Bescheid wissen, wie das gemacht wird. Ich habe auch schon Teile gesehen im Zubehör, da waren nur mal weggeschliffen, ne? Ja. Ja, gibt's auch. Da weiß ich schon, wenn der, also Raphael hat ja immer gesagt, original und sonst nichts. Verstehe ich. Wie lange haben wir jetzt da rumgemacht miteinander, einen Tag verplempert, für Blödsinn? Ja, also. Ja, aber mit hin und her und ja, machen, klar. Wieder pressen und erhitzen, und Kühlschrank und so weiter, war es heftig. Also verstehe ich den Raphael, indem er immer sagt, hey, original, dann hast du deine Ruhe. Ich sag zwar immer, nee, ich muss sparen, aber jetzt haben wir am falschen Eck gespart. Jetzt haben wir die Mapco-Dinger da und die haben nicht funktioniert, sehen dementsprechend etwas gebraucht aus jetzt. Was ist auch passiert? Die Felgen sind soweit fertig, sind zusammengeschraubt. Habe ich ja mit dem Hassan damals auch ausgemacht. Ich mache sie dir wieder schick. Ihr wisst ja noch, schwarz war alles, teilweise abgebildet mit Macken. Ich habe sie neu gedreht. Stern, ich habe schon wieder Staub drauf. Stern Silber gemacht. Wieso machen wir schwarze Sterne da rein? Der Obi hat geguckt und dadurch, dass die schon so ausgeblichen waren und. Machen wir so, die geben mir, die tun. Ja. Italienische Schweißdrahtzange. Nichts italienisch, das ist japanisch. Also wir können das ja so machen, dass wir die mal ins Auto tun, wenn der Kunde sie wieder drauf machen möchte. Die müsst ihr ja wieder abschleifen, Klarlack drauf, dann sehen sie wieder gut aus. Das ist zwar nicht mehr hier, aber ist aber zu 80% der Felgen aus Japan so. Weil Japan teuer, diese Geschichte. Also lassen wir die schwarzen Äste drin. Und neue Hankook Evo. Ich habe gesagt, ich guck mal, was ich da habe. Jetzt habe ich nichts da gehabt. Da habe ich die Hinterachse 275-30, die Original, was auch eingetragen ist mit Evo 3. Habe ich jetzt bestellt. Die habe ich ihm auch. Also Traggelenk, Motorhalter, Felgen wieder frisch gemacht. Gut, Felgen frisch machen war von Anfang besprochen. Gelenke aber neu machen war nicht besprochen. Das haben wir zusätzlich gemacht. Und dass da jetzt die guten Reifen, nicht die alten Schinken da wieder drauf kommen, sondern die guten Reifen. So, in diesem Video geht es auf jeden Fall weiter, weil ich fahre das Auto weg. Und was dort dann passiert, werdet ihr sehen. Das Reifen passt ja wieder. Ja.
So sieht's aus. Die Gelenke hier neu. Gummilager neu. Hackgelenke neu. Schöne Grüße von hier an Hassan. Kann schon richtig aufzählen dann, was alles neu ist. So, ich bin auf jeden Fall beim Achsvermessung. Der Brabus muss ja aufgrund der Querlenker jetzt mal einmal vermessen werden. Und dann kann ich auch jetzt endlich zum Hassan fahren. Und waschen muss ich den natürlich auch nochmal. Naja, passt schon soweit. Achse ist vermessen. Jetzt habe ich gedacht, komm, weil bei 30 Grad merkst du, ob die Klima geht oder nicht. Und die ging jetzt nicht. Jetzt gucken wir mal, ob wir den auch noch so auffüllen können, beziehungsweise warum das Problem da ist. Ne? Und dann muss der Unterboden gemacht werden, wieder zusammengeschraubt werden und dann kann ich losfahren. Ich habe immer davor Angst, weil das kann relativ schnell teuer und viel Arbeit heißen. Leckheads. Läuft gut. Jetzt nur auffüllen und dann ist wieder kalt im Auto. Überall, wo Mutlu dran steht, heißt es ja eigentlich, Mutlu hat sie bestellt, aus irgendeinem Grund. Da seht ihr den Hankook Evo 3 und hier den Laufen. Profil unterschiedlich, ne? 2,45er Hankook, 2,75, 30, 19. Die Kombination ist ja auf E-Klassen drauf, auf 5er BMWs drauf und so weiter. Ich habe jetzt zeitgleich zwei Sätze bestellt, einmal Laufen, einmal Hankook. Hankook Evo 3 in Taxe, Laufen, Z-Fit vorne. Merkt ihr was? Genau andersrum, wie es da liegt. Das sieht nicht gut aus, weil ich habe dem Hassan ja auch versprochen, dass ich da also Hankook drauf mache und die sind gut. Und daher muss ich jetzt die vordere Felge auf jeden Fall wechseln, dass wir da fertig machen können. Und Unterbodenschutz kommt wieder hin, weil alles erledigt. Ich habe da nochmal anziehen lassen mit Drehmoment. Perfekt. Im Saustall. Muss man noch aufräumen hier. Dann sieht es gleich wieder aus. Ja. So, Reifen montiert, Laufen runter, Hankook drauf. Das heißt, jetzt haben wir alle vier haben wir neu. Und Hankook. Feierabend, weil ich muss jetzt noch zum Fußballspiel vom Sohn und das Villa, dass man halt dabei ist. Ne? Deswegen muss ich jetzt los und wir sehen uns gleich wieder. Da werde ich auch mal euch ein, zwei Tricks erzählen, was die Reifenhändler eigentlich nicht gerne hören. Manchmal denkt ihr euch, boah, warum muss man da jetzt 80, 90 Gramm draufkleben? Da gibt es eigentlich auch einen Trick dazu. Und zwar, wie du den Reifen montierst. Reifenhändler werden jetzt kotzen. Wir machen es auch nicht im Alltag. Aber bei bestimmten Fahrzeugen oder so, gerade schnelle Fahrzeuge und so, da machen wir das. Oder mache ich das sehr gerne. Wenn du 90 Gramm hast, wenn du mal bei der Montage mal dabei bist irgendwo und du hast 90 Gramm beim Wuchten, dann müsstest du den Reifen auf der Felge einmal um 180 Grad drehen. Und dadurch verlagerst du die Gewichtsverteilung anders und du wirst sehen, dass du dann nur noch vielleicht 30 oder 40 Gramm brauchst. Im normalen Fall. Wir reden von vernünftigen Felgen mit vernünftigen Reifen. Aber das mag der Reifenhändler halt nicht, weil er hat es schon auf der Wuchtmaschine. Wieso soll er es jetzt da wieder runter machen? Da klebt er halt schon die 90 drauf. Wieso soll er es da wieder runter machen? Luft raus, abdrücken, Reifen 180 Grad drehen, wieder aufpumpen, wieder. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn es jemand präzise haben will, es geht. So, jetzt schon mal kurz noch vollgetankt. Guck mal, Reichweite. 842 Kilometer. Jetzt bin ich gespannt. So, angekommen. Und was passiert bei meinem Glück? Es fängt an zu regnen. Schaut mal hin. 244 Kilometer bin ich gefahren. 9,9 mit 100 km Durchschnittsgeschwindigkeit. Und ich habe noch 550 Kilometer Reichweite. Also ich bin nicht gekrochen. Ich bin mal schneller, mal langsamer gefahren. Ne? Jetzt bin ich bei Hassan. Autoübergabe. Er hat ja mittlerweile auch noch zwei andere Autos gekauft. Wir gucken uns mal an, was hier rumsteht. Hier stehen auf jeden Fall Schätze rum. Und da steht Papas Auto noch und auch viele andere coole Sachen. Aber da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Das ist ja ein Königsbrunn. Also hier fühlt es sich an, als wäre ich hier beim irgendeinem BMW-Autohaus. Ne? Wenn ich so mal gucke. Der hat aber auf jeden Fall noch paar so richtige Schätze. Es wird wahrscheinlich auch ein Zweiteil, weil ich nehme ja von hier auch ein Auto mit. Ihr wisst ja noch den Smart und noch ein Auto, wo ich euch auch gesagt habe, es ist ein Fünfzylinder. Den zeige ich euch aber erst in dem nächsten Video. Allein sowas, ne? Mal warten wir auf den Hassan, dann kann er auch was dazu sagen. Hier kommen hier noch zwei Autos, also zwei sind schon jetzt hier, noch zwei Autos kommen hierher und dann wird man das auch in Zukunft so machen, so Fahrzeuge, die jetzt bei uns auch fertig sind, wie jetzt zum Beispiel der 203er C-Klasse, die werde ich jetzt ihm jetzt nicht verkaufen, sondern ich werde sie hier hinstellen und er verkauft sie hier und wir rechnen es dann hinterher ab. Also ein paar Fahrzeuge, dass bei uns auch im Hof einfach mal ein bisschen leerer wird. Einfach hierher mit den Autos und die können dann hier verkauft werden. Man kann sie hier in Königsbrunn, versteht's? Autocenter Königsbrunn. Und dann kann er sie hier
verkaufen, dann stehen sie auch nicht mehr bei uns, weil der Typ ist wirklich mega cool, der Hassan, weil unkompliziert. Es funktioniert dann, Beispiel, ich sage 25, der 26, man einigt sich auf 22, 5, 23, aber unkompliziert. Ne? Und dann kommen natürlich auch die Schätze hier. Ich zeige es euch jetzt mal grob, aber es kommt alles im zweiten Video. Und das sind nicht die einzigsten. Was macht man damit? Hat was, ne? Also ich glaube 24 Zoll. Ja, 24 Zoll. Wie breit das Ding einfach ist, gell? Was hat er dann hier noch? Jaguar, Ford, Opel, Hyundai. Aber überwiegend ist seine Stärke hier bei diesen BMW-Modellen. Das sind alles relativ junge Fahrzeuge, alles. Und immer, so wie ich die Autos auch sehe, immer M-Paket. Performance-Paket, M2, M3 ist viel. Und auf der anderen Seite sind die gemischten Fahrzeuge, das sind auch coole Sachen dabei. Und es ist ein cooles Replika-Fahrzeug dabei. Ja. Wäre ein geiles Zugfahrzeug gewesen als BMW, ne? Hassan ist jetzt hier. Er zeigt mir jetzt mal den Hammer. Und du hast gesagt, der gehört einem Freund von dir. Ja, genau. Der hat so eine Cocktailbar gehabt. Ja. Damals. Und das Auto hat er auch als Werbezweck und so weiter genommen. Eieieiei. Das sieht von hinten aus wie ein Schulbus. Ich hab gesagt, der sieht von hinten aus wie ein Schulbus. Stimmt, ja, genau, die amerikanischen gelben Busse da. Ach du liebe Scheiße. So, der Umbau ist bestimmt, warte mal. 15 Jahre? Ja. 10 Minimum, kleiner. Darf man das sagen, was der da reingesteckt hat, mein, das Auto? 190.000 Euro. Mit Kaufpreis vom Auto. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Kaufpreis, was hatten sowas kostet, zwischen 60.000 oder 80.000, wo die neu waren, denke ich mal. Aber schon Innenhimmel. Ah, du hast hier trotzdem noch eine Rücksitzbank. Ja, ich dachte, letztes Jahr mit dem in der Türkei. Nein. Der hat einen Hund, hat er einen Kangal. Ja. Genau, mit dem war er alleine dann letztes Jahr in der Türkei. Alle 200 Kilometer tanken. Ja, der hat auch eine Gasanlage. Ach so. Normal. Also Fernseher da oben. Junge. Und die ganzen Verstärker hier am Fußraum, ne? Genau. Hier, ich habe Beleuchtung, aber jetzt klar, sieht man es dann so. Ach du Scheiße. Der Himmel leuchtet, der Boden leuchtet. Ah, da sitzt bestimmt noch bequem drin hinten, ne? Ja, guck dir mal. Geht, ja? Oh. Aber es hat einen richtigen Auffallungsfaktor 100. Also da, ja, gut, das ist. Mit dem, das, egal wo du stehst. Und der will ihn jetzt verkaufen? Der will ihn verkaufen, genau. Also die Hast Bar gibt es nicht mehr. Okay. Und es steht halt nur noch zu Hause rum bei ihm. Er hat gesagt, du nimm mal mit, mach mal einen sauber und dann probieren wir mal unser Glück. Oh, da ist ja auch Disco-Kugel hier. Ja, überall Disco-Kugel. Der hat sogar, wie gesagt, noch die anderen Felgen, so 26 Zoll, das sind die 24 Zoll, was er jetzt hat, was jetzt mal drauf sind. Ja. Die sind dann noch viel größer natürlich. Ah, hier, Disco-Kugel. Und was will er haben dafür? Das genaue muss ich mit ihm sprechen. Also. Habt ihr eine Richtung ungefähr? Also er hat einmal irgendwas mal mit, probier mal mit 80 gesagt. 80? Genau, aber okay. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal, wenn ihr ernsthaft genau. Interesse habt, mal irgendein Angebot also mal starten. Also kann man auf jeden Fall reden. So ist es okay. Nicht. Es ist jetzt nicht so, dass er mit dem mal Geschäft machen will, weil... Ja, ja, ist halt weg, aber natürlich hat er da 190.000 Euro reingesteckt. Genau, ne? Richtig. Die kriegt er jetzt nicht mehr, aber... Das ist ihm auch klar, um Gottes Willen, der tut auch gar nicht so rum. Der ist da nicht so. Also, das ist ein ganzer pflegeleichter Kerl. Es muss, denke ich mal, passen, wer das Ding nimmt. Also wenn ihr eine Disco habt, eine Bar habt, dann ist es optimal für euch. Guck mal hier. Es ist laut. Wie viele Kilometer hat der? Der hat knapp 75.000 Kilometer. Okay. Genau. Das ist auch original. Der ist auch Erstbesitz. Er hat den Nagel neu gekauft. Ach, okay. Genau. Also er hat einen komplett Nagel neu gekauft und dann die Felgensätze, Innenausstattung, Anlage tiefer gelegt, weil sonst kann man die tiefe Garage nicht rein bei ihm. Ach so, okay. Genau, hat er auch machen lassen. Also, wenn ihr euch nicht lustig seid, ob ihr ein SUV nehmt oder ein Elektroauto, dann würde ich sowas nehmen. Also das ist ein krankes Teil hier. Also ihr könnt euch auf jeden Fall hier bei Autocenter Königsbrunn melden. Junge. Stoßstangen sind alle, weißt du,
selbst gemacht. Also hat er Originalteile noch? Der muss ich noch mal. Also er hat auf jeden Fall original Rücklichter und so ein paar Sachen hat er noch. Aber die Stoßstangen möchte ich jetzt nicht sagen, dass er die hat. Die hat er damals alle machen lassen. Ist alles TÜV abgenommen. Krass, gell? Ach so Scheiße, okay. Schnell spannen. Aber innen trotzdem nicht so gut. Ach so. Es ist natürlich jetzt nicht sauber gemacht. Ja, ja. Aber läuft schön. Rückspiegel haben wir nicht, dafür haben wir eine Kamera, Rückfahrkamera. Ah, okay. Jetzt gehen wir mal zu vernünftigeren Autos rüber, ne? Hasan? Jo. Warum ist es bei dir so BMW-lastig? Ja, wir sind ja hier in Bayern. Aus dem Grund? Ja, und die Reklamationsrate ist ja geringer. Ja. Aber gut, das sind ja aber relativ junge Fahrzeuge, was ja, du hier hast, jetzt außer der E30. Viele noch mit Kulanz, aber okay. Auch garantiegeschützt ist halt BMW echt gut. Echt? Ja. Also bei uns, ich habe keine schlechten Erfahrungen. Ich habe mit BMW richtig gute Erfahrungen hier. Ich schon, ja. Dann hast du hier ein Exoten. Was ist das für ein Ding? Das ist ein Lotus Evora. Oh ja. Hat jetzt 44.000 Kilometer. Wechselt den Besitzer von Garage zu Garage. Was ist denn für ein Baujahr? 2010er. Ach, da oben steht's. Die haben ja den Toyota-Motor drin. 3,5 V6 von Camry. Sauger? Ja, guter Sauger, ja. Krass. So, wenn er rot wäre, sagst du so Ferrari-Verschnitt, ne? Schau, von hinten schaut er aus wie ein Ferrari. Ja. Von vorne schaut er aus wie ein Königsegg. Ja. Und die Felgen sollen ja eigentlich so ein Ferrari-Design haben. Ich glaube, ich habe noch so einen Felgensatz, gell? Den Lotus? Ja. Echt? Ich glaube, oder nur die vorderen, ich weiß es gar nicht mehr. Oh, schöner Heilbronner. Und mehr aber schon eher schon ein bisschen sportlichere Fahrzeuge, wenn ich ja, das jetzt hier angucke. Ich gebe mir Mühe, also ich schaue schon, dass es von einem Golf irgendwie so ein Airline ist oder Airpaket ist oder geht keine hier. Stangenware. Nein. Ja. Klar, die Stangenware kommt, das sind meistens in Zahlungnahmen. Ob du willst oder nicht, ja. Ja, kommen wir nicht drum herum. Aber du suchst auch gute Autos. Du suchst nicht danach. Nein. Diesel Golf 7er mit 48.000 Kilometer. Aber so, der Golf R hier, der hat ja mal einen Spoiler hier, ne? Oder ist ein GT oder was ist das? Ist ein R. Genau. Mit Agrapa-Wutz drauf. Ja, der ist nämlich 11.000 oder 14.000 Kilometer. Aber der Spoiler ist ja. Zum Maxen, ne? Genau. Ja. Ah, ist schon groß. Felgen ist halt Geschmackssache. Ja. Leider habe ich keine anderen. Aber zumindest sind neuwertige Reifen drauf oder neue. Pass auf, ich fange mal mit ein, zwei so Schätze an, aber im nächsten Video geht es auf jeden Fall weiter. Sag mal, Volvo. Was ist denn das für ein Bus? Den habe ich gekauft. Wollte ich eigentlich verkaufen, aber der ist jetzt so gut, da tue ich meinen Müll hinterher transportieren. Dein Müll? Ja, aber nur. Weil ich jetzt jedes umgebaut habe. Ach, den hast du mir mal erzählt gehabt, ja? Aber der ist super. Ja, der Klimaanlage, Standheizung, der 102 PS, ACV-Motor, zwei Schiebetüren, Flügeltüren. Also das Ding ist halt der pure alles drin. Und der wird nicht schlecht, ne? So, jetzt kommen wir mal zu einem Fahrzeug, was hier steht. Stehen die auch alle zum Verkauf, oder? Also den habe ich tatsächlich drin. Den habe ich mal einfach mal reingestellt. Kommen mal viele Tauschanfragen. Ja, was ist jetzt 123? 123. Limousine, 200er. 230er. Genau. Kann er gerne mal einen Schlüssel holen. Nur ein Schalter. Wie viele Kilometer hat der? Der hat 170 oder knapp 80.000. Das sieht rostfrei aus, ne? Der wurde teilrestauriert. Ja, ich habe alle Bilder im ganzen Ordner voll, wo er Rost hatte. Hat der Baubesitzer alles gemacht. Wo liegt so ein Ding jetzt beim Preis? Ich habe ihn jetzt einfach mal für 14.9 drin. Okay. Also, aber kein Klima und so? Nee, Klima nicht. Er läuft tadellos. Wirklich. Also aber die Innenausstattung wurde auch mal frisch gemacht, ne? Die war sogar dabei. Also die hat er so gekauft. Also frisch ist da nichts gemacht worden. Echt? Nee. Okay. Und was ist das hier? Das ist ein V8. Ah, über den wir gesprochen haben? Ja. Ist der da? Scheunenfund. Renegade. 30 Jahre lang gestanden. 30? 30 Jahre. Aber was ist denn da auf der Haube alles passiert? Da gehen wir mal, oder besprechen wir ein paar Sachen, aber das wird im nächsten Video passieren, weil wir über das Auto schon lange bei uns gesprochen haben, gell? Genau. Aber das gibt's auf jeden Fall im ersten und zweiten Teil. Bis zum nächsten Video.